Die Regio-Woche bringt Bio-Essen aus der Region in die Berliner Schulen. Heute sind wir zu Gast bei den drei Köchen. Herr Kühn, was gibt's heute? Was steht auf dem Speiseplan? Ja, erstmal herzlich willkommen in unserer Heinrich-von-Stefan-Schule. Wir freuen uns, dass Sie hier sind und wir haben heute den Milchgrieß, um den es ja sehr viel Wirbel gab. Wir haben den Apfelmus nicht aus der Region bekommen, aber wir haben schöne Bioprodukte. Die Kürbissuppe gibt es noch dazu? Ja, zu Süßspeisen gibt es immer eine Suppe, damit auch die Sättigung erreicht wird in einer ausgewogenen Kinderernährung. Und dazu haben wir natürlich die Kürbissuppe genommen, auch aus der Region, auch Bio. Und gerade der Kürbis zeigt ja auch, wie eben die Wertschätzung in der Region gemacht wird. Der Kürbis kommt vom Herrn Erz. Wir nehmen ihm die komplette Ernte ab. Also eine Beilage an einem Tag der Regio-Woche kann einen Bauernhof in der Region unterstützen. Das ist eine total spannende Information, weil das heißt, auch wenn Herr Erz weiß, dass er dann in Berlin seine Kürbisse los wird, dann kann er auch entsprechend planen und hat auch seine Einnahmen dann kalkuliert. Ja. Toll. Die Regio-Woche ist nur der Anfang. Wir wollen bioregionales Essen in die Schulen bringen. Lassen wir uns den Kürbis schmecken.